Ahoi, liebe Piraten! Ich möchte euch heute eine Idee vorstellen, die ich gerne mit euch diskutieren würde. Und zwar sind wir ja die Mitmachpartei. Und als solche haben wir auch alle Informationen in einem Wiki. Ja, sogar unser Parteiprogramm ist hier. Ich kann mich hier durchklicken und entdecke auch schon Dinge, die ich gerne verändern würde. Und im Wiki ist das ganz einfach. Ich klicke auf Bearbeiten. 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 Wie gesperrt. Ich komme mir hier vor wie in der CDU. Das geht wohl wirklich nicht. Deshalb habe ich mir etwas ausgedacht. Das Liquidoc. Ein Wiki mit nicht-linearer Versionshistorie. Ich habe mal einen Teil unseres Parteiprogramms hier eingespielt und sehe schon, dass einige Anregungen hier schon gemacht wurden. Und die hier gefällt mir ganz gut, da würde ich aber gerne was hinzufügen. Und zwar, das klingt mir hier zu weich, nicht soll verhindern, sondern verhindert, dass die macht, das ist etwas zu kompliziert. So, das speichere ich jetzt und sehe sofort die Veränderung zur Originalversion. Wenn ich jetzt hier eine andere Version, kann ich auch angucken. Und vielleicht hier möchte ich noch was, das gefällt mir nicht, ich möchte da was anderes einbauen. Hier die freie Verwendung von Daten muss, ich will das so schreiben, muss durch alle Nutzerinnen mit Systemen, der Satz ist etwas lang, erfolgen. So, das speichere ich mal. So, jetzt habe ich hier verschiedene Änderungen gemacht. Die gehören natürlich irgendwie zusammen. Und ich möchte denen einen Tag geben. Ich bin mal jetzt so frech und nenne das Programmänderungsantrag 001. So, damit habe ich jetzt einen Antrag gemacht, wie das Parteiprogramm verändert werden soll. Und ich bekomme auch durch den Tag einen Link. Einen permanenten Link, den kann ich sofort so nehmen und an die Antragskommission schicken. Aber das sollte ich vielleicht noch nicht so schnell machen. Erstmal möchte ich diese Idee vielleicht diskutieren. Zum Beispiel schicke ich das über Twitter. Irgendjemand anders macht den Link auf, sieht hier die Veränderung und möchte vielleicht hier noch was dazufügen. Sagen hier, da was ich irgendwas jetzt. So. Diese Anregung ist hier noch angebracht worden und er lässt es gut sein. Jetzt bin ich wieder in meiner ursprünglichen Persönlichkeit, reloade meinen Browser und sehe, aha, zu meinem Programmänderungsantrag 001 gibt es hier einen Veränderungswunsch. Ich kann einfach den aussagen, der gefällt mir, nehme ich, mache ein Update. Jetzt habe ich eine neue Version bekommen von meinem Antrag 001 und das ist die Version. Stellen wir uns vor, jemand anders käme und ist nicht ganz zufrieden mit dieser Programmänderung, dann kann er auch jederzeit eine andere Version machen. Er kann sagen, er sucht sich dieses aus und hier wird noch was eingegeben. So, und das nennt jetzt ein anderer einfach Programmänderungsantrag 002. So, jetzt haben wir hier schon die Programmänderungsanträge gesehen, Programmänderungsantrag 1 und 2. Stehen hier im Konflikt, ganz eindeutig. Ich kann sofort sehen, wo die auseinanderfallen. Jetzt können sich diese Leute einigen und eine gemeinsame Version hervorbringen. Oder wenn nicht, dann landen beide Programmänderungsanträge vorm Bundesparteitag. Und dann könnte zum Beispiel eine entsprechend angenommen werden. Dann muss ich nur die URL hier ändern. Und von unserem gesperrten Wiki vielleicht diese Version verlinken. Dann ist das jetzt die neue Version und die Leute können wieder von vorne so weiterarbeiten. Ja, das ist meine Idee für ein nicht-lineares Wiki und ich würde gerne wissen von euch, ob ihr das praktisch findet und ob euch das gefällt. Und zum Beispiel könnt ihr das ja machen, indem ihr bei YouTube einfach klickt, ob ihr das mögt oder nicht oder vielleicht sogar einen Kommentar hinterlässt. Vielen Dank und tschüss.